Hallo und willkommen bei der Firma Graf in Hamburg. Heute geht es um das Thema Automatikgetriebe 8-Gang von ZF. Dieses Getriebe ist bei BMW vom Bau, bei anderen Herstellern wie zum Beispiel Audi oder Land Rover. Viele von euch haben sicherlich mitbekommen, dass man die Getriebe warten muss, spülen, Ölwechsel machen, obwohl die Hersteller wie BMW das verneinen. BMW zum Beispiel sagt, das Getriebe ist wartungsfrei, ist auch nicht in den Serviceplan mit integriert, obwohl der Hersteller ZF klipp und klar vorschreibt, 80.000 oder 5 Jahre muss das Getriebe gewartet werden. Was passiert denn, wenn ihr ein Fahrzeug kauft mit einer Laufleistung 150.000, 160.000, 180.000? Was passiert denn mit meinem Getriebe? Kann ich dann eine Spülung machen oder einen Ölwechsel oder was ist der Unterschied? Es gibt zwei Möglichkeiten, sein Getriebe zu warten. Man kann einen Ölwechsel machen, das heißt, bei einem Ölwechsel werden nur 30% des Gesamtöls getauscht. Deswegen ist ein Ölwechsel eigentlich komplett sinnlos. Wenn ihr einen Ölwechsel macht, dann könnt ihr das höchstens bei 40.000 machen oder bei 30. Ne? Aber bei einer Spülung haben wir halt den Vorteil, wir sorgen dafür, dass das gesamte Getriebeöl komplett sauber ist. Weil wir wollen ja, dass das Getriebe komplett sauber ist. Warum wollen wir das überhaupt? Weil ein Getriebe hat zwei Komponenten, was wir aus dem Getriebe rausbekommen möchten. Die eine Komponente ist Metall, das heißt, wir haben metallischen Abrieb, deswegen haben wir hier Magneten. Und wir haben auch Lamellenabrieb. Der Lamellenabrieb, das ist das silberne Zeug, was ihr so glitzert. Das ist das, was wir auch rausbekommen möchten aus dem Getriebe. Woher kommt dieser Lamellenabrieb? Der kommt aus den Kupplungslamellen. Denn die sorgen dafür, wie eine Art Kupplung beim Schalter, dass das Getriebe nach vorne fährt. Und dieses Zeug ist nicht magnetisch. Und wenn wir zum Beispiel eine Spülung machen, dann spülen wir so lange, bis auch der Lamellenabrieb halt weg ist. Weil der bleibt an den Magneten nicht hängen, sondern schwimmt im Getriebe durch die Gegend. Hier kann man den auch sehr gut erkennen. Dieses dunkle Zeug, was wir hier sehen, das ist alles Lamellenabrieb. Was passiert aber, wenn ihr ein Fahrzeug kauft mit einer höheren Laufleistung oder ihr habt zu spät erfahren, dass man das Getriebe vernünftig warten muss? Dann reicht eine Spülung nicht mehr aus. Dann ist das für eine Spülung zu spät. Dann müsst ihr zusätzlich zu der Spülung noch was anderes machen. Was? Ganz einfach. Hier haben wir eine Mechatronik. Die Mechatronik ist die Steuereinheit, die sorgt dafür, dass ein Öldruck aufgebaut wird und in eine bestimmte Position des Getriebes gelangt, damit die Lamellen zusammengedrückt werden. Hier ist das Getriebe zu sehen. Und hier sitzt auch die Mechatronik. Das Problem ist, zwischen der Mechatronik und dem Getriebe haben wir Dichtungen, Gummidichtungen. Und Gummi hat leider diese Eigenschaft, dass es, wenn es mit zu hohen Temperaturen in Berührung kommt, für die es nicht geschaffen wurde, dann haben wir das Problem, dass diese Dichtungen, die werden kurz und hart und dichten nicht mehr richtig ab. Aber man darf nicht vergessen, durch diese Dichtungen läuft das gesamte Getriebeöl durch. Das heißt, das gesamte Getriebe, was hier durchläuft, sorgt dafür, dass wir nach vorne fahren. Warum ist das ein Problem? Wenn wir einen Druck aufgebaut haben, aber der Druck nicht groß genug ist, um die Lamellen zusammenzudrücken, dann haben wir das Problem, dass die Lamellen aneinander reiben. Die reiben, reiben, reiben. Und durch diese Reibung haben wir natürlich einen Mehrverschleiß, was wir gar nicht haben wollen. Die Lamellen verschleißen dadurch und irgendwann sind die halt einfach kaputt, weil diese Beschichtung, die ist ja nicht unendlich, die wird immer weniger. Und das ist das Resultat. Hier sieht man zum Beispiel Lamellen, die sind schwarz geworden, die sind verschliffen, dieses Getriebe ist noch gefahren. So, hier kann man sehen, also die sind wirklich komplett dunkel. Ne? So, und das ist nur deswegen passiert, weil der Kunde, der hat einfach nicht verstanden, dass eine Spülung hilft nicht, wenn es zu spät ist. Und zu spät ist es dann, wenn diese Dichtungen zu kurz geworden sind. Wenn das der Fall ist, dann muss die Mechatronik ausgebaut werden. Die Dichtungen zwischen Mechatronik und Getriebe müssen ausgetauscht werden, damit wir die richtigen Druckverhältnisse haben. Es gibt Fälle, wo die Ventile, die die Drücke aufbauen, die haben so kleine Filter. Diese Filter verstopfen ebenfalls. Das heißt, wo man diese Filter ebenfalls sauber machen kann. Das heißt, die Ventile werden ausgebaut und die Filter werden sauber gemacht, damit das Getriebe wieder die Drücke aufbauen kann, die es aufbauen muss, um die Lamellen zusammenzudrücken. Ist ja auch irgendwie auch alles logisch und verständlich. Nur, wie gesagt, diese Thematik muss man einfach verstehen, damit man die Sachen rechtzeitig macht. Wenn man die Sachen nicht rechtzeitig gemacht hat, dann muss man verstehen, eine Spülung hilft mir nicht mehr. Ich kriege zwar meinen ganzen Dreck aus dem Getriebe raus, aber der Prozess ist schon vorhanden. Das heißt, die Dichtungen sind schon kurz und der Verschleißprozess ist einfach beschleunigt, deutlich beschleunigt. Und das heißt, wenn diese Lamellen irgendwann kaputt sind, dann haben wir einen Getriebeschaden. Ein Getriebeschaden ist eine relativ teure Angelegenheit, was es nicht sein muss, wenn man alles rechtzeitig macht. Habt ihr Freunde, Bekannte, die ebenfalls Automatikgetriebe fahren? Teilt gerne das Video, damit die auch wissen, was es da zu beachten gibt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.